Trotz des eigenwilligen Namens und überall herumtrabender Dinosaurier ist Paravolt ein ganz normales Echtzeit-Strategiespiel. Und wir sind zu Beginn der meisten Einsätze mit Basenbau beschäftigt. Der erinnert ein wenig an das erste Spellforce mit recht vielen Gebäuden und stolzen 4 Ressourcen. Von denen sind aber immerhin nur 3 wirklich wichtig. Der Aufbaupart geht trotz seines Umfanges recht flott vonstatten. Bauphasen, die sich ziehen wie Kaugummi, müssen Sie also nicht befürchten. Dank der sehr hübschen Grafik verbreitet Paravolt hier sogar ein wenig Siedlerscharme. Steht die Basis dann erst einmal, sind die Schlachten nicht mehr weit. Die werden, wie Sie hier sehen, mit sehr fantasievoll gestalteten Einheiten ausgefochten. Full speed ahead! Full speed ahead! Gute Dienste leistet Ihnen dabei die Armeeübersicht auf der linken Seite des Bildschirms. Die sieht zunächst etwas abschreckend aus, ist aber unheimlich nützlich. Hier sehen Sie alle Ihre Einheiten und können diese jederzeit auswählen. Das ist vor allem deshalb hilfreich, weil Fußtruppen zwischen dicken Dino-Beinen schnell untergehen. Diese Übersicht ist in die verschiedenen Epochen unterteilt, in die sie sich fortentwickeln können. Eine neue Epoche ermöglicht ihnen entweder neue Einheiten zu bauen oder einzelne Einheiten zu befördern und somit aufzuwerten. An der Spitze der Paravolt-Evolution stehen dann die Titanen, besonders mächtige Einheiten, die viel Forschung und Ressourcen verschlingen, aber dann auch entsprechend auf den Putz hauen. Während unser Titan zusammen mit unserer Armee der feindlichen Basis den Rest gibt, endet unser Überblick über Paravolt. Weitere Informationen erhalten Sie im ausführlichen Test im Heft. Paravolt hat für mich eigentlich nur einen Schönheitsfehler. Das ist der etwas zu aufwendige und langwierige Aufbaupart und die etwas zu ausgewalzte Forschung. Da gibt es ein bisschen zu viele Upgrades und Epochen, die man da erforschen und anklicken kann oder beziehungsweise muss, um vor allem die richtig coolen Einheiten zu bekommen. Alles andere von der spannenden Story in der Einzelspielerkampagne oder dem Balancing im Mehrspielermodus ist sehr gut gelungen. Wenn Sie Dinos mögen und vor allem Spiele wie Command & Conquer Generäle oder Warcraft 3 mochten, dann sind Sie hier genau richtig.